Hi, hier ist Philipp von Nerdfamilizin und nachdem ich euch im letzten Beitrag was erzählt habe zu Stress im Allgemeinen, möchte ich euch dieses Mal erzählen, wie man sich auf Stress perfekt vorbereiten kann, wie man sein Training und seine Vorbereitung so gestaltet, dass sie in der Realität auch möglichst effektiv ankommt. Simulation ist ja eigentlich ziemlich weit verbreitet mittlerweile. Fast jeder simuliert. Ich glaube aber, es gibt bei Simulation ein paar Sachen, die man sich ganz bewusst machen muss. Es geht bei der Simulation nicht darum, dass wir alles extrem realitätsgetreu darstellen können. Das hätten natürlich gern die Firmen, dann kann man teure Simulatoren verkaufen. Aber tatsächlich geht es darum, Standardsituationen ordentlich zu trainieren. Auch Standardsituationen, das ist genauso wie beim Fußballtraining. Jedes Fußballspiel ist ein bisschen anders, aber was macht ein guter Fußballtrainer? Er sorgt dafür, dass seine Spieler optimal in Standardsituationen trainiert sind, denn dann können sie im Spiel schnell adaptieren. Und das ist in der Notfallmedizin ganz genauso. Es gibt gewisse Situationen, die kehren nun mal immer wieder. Und das ist zum Beispiel eine Intubation, das ist zum Beispiel der schwierige Venenzugang, das ist zum Beispiel die Reanimation, die immer relativ gleich dann doch abläuft. Das ist zum Beispiel die Übergabe, das ist zum Beispiel das Umlagern. All solche Dinge treten eigentlich immer wieder relativ gleich auf, auch wenn der Patient und die Umstände vielleicht andere sind. Und diese Schlüsselpunkte oder Standardsituationen, die gilt es möglichst zu perfektionieren. Warum? Denn Standardsituationen binden trotzdem unsere Denkleistung. Man kann diese aber bis zu einem gewissen Punkt automatisieren. Und gerade bei motorischen Handlungen ist es so, dass man irgendwann ein sogenanntes Muskelgedächtnis entwickelt. Das heißt, ein erfahrener Intubateur, wie die meisten Anästhesisten welche sein werden, der wird so oft in seinem Leben intubiert haben, dass ihr ihn gar nicht mehr fragen müsst, du sag mal, wie hältst du denn jetzt eigentlich das Laryngoskop? Das hat der in seiner Hand eingespeichert, in seinem Muskelgedächtnis eingespeichert. Und genau das ist es, was man ans Trainingslevel erreichen will. Denn dann hat man den Kopf frei, um sich für die Probleme, die jetzt vielleicht gerade individuell auftreten, wirklich sein gesamtes Denkvermögen freizuhalten. So, aber wie mache ich das jetzt? Einerseits, indem ich wirklich eine ganze Menge und viel trainiere. Das werden die Chefs ungern hören, denn das bedeutet eine ganze Menge Mitarbeiterbindung und eine ganze Menge an Arbeitszeit, die dafür flöten geht. Macht ja auch Sinn, dass man möglichst effizient das Training gestaltet. Und wie gestaltet man es möglichst effizient? Indem man sich überlegt, in seiner Notaufnahme, in seinem Rettungsdienst, was sind die Standardsituationen, die immer wieder auftreten? Ist das vielleicht die Übergabe von der RTW-Besatzung an den Notarzt, einem kritischen Patienten? Ist das vielleicht die Umlagerung in meiner Notaufnahme, wo ich mit der Übergabe einfach unzufrieden bin? Das sind Situationen, die man identifizieren sollte, die man als Standardsituation herausstellen sollte, und die werden immer wieder geübt. Immer wieder auch im Team geübt. So, und wenn das dann einigermaßen gut läuft, unter den bestmöglichen Standardbedingungen, dann kann man anfangen, das Training zunehmend komplexer zu gestalten. Aber da geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man plötzlich die Puppe weinen lässt oder dass man plötzlich irgendwelche besonders schwierigen Simulationspuppen da einbaut, sondern man kann ganz einfach mit Sinneseindrücken die Simulation enorm erschweren. Macht zum Beispiel mal ein sogenanntes Lowlight-Szenario, indem ihr einfach das Licht so weit dimmt, dass man kaum noch etwas sehen kann. Oder lasst im Hintergrund mal richtig laut Rockmusik laufen, so dass man kaum noch das eigene Wort verstehen kann. Das wird die Situation erst einmal wieder ordentlich schwer machen und man muss mit diesem neuen Aspekt umzugehen lernen. Was lernt man damit? Man lernt damit, unter widrigen audiovisuellen Umständen trotzdem noch effizient zu handeln und sich davon nicht ablenken zu lassen. Was kann man sonst noch machen? Zum Beispiel kann man dafür sorgen, dass jedes Teammitglied eine Hand durchgehend in der Tasche behalten muss, dass man also einhändig die Situation meistern muss. Damit trainiert man die Abstimmung untereinander, denn man muss sich jetzt plötzlich viel mehr untereinander abstimmen. Auch wenn man genau weiß, was zu tun ist, hat man die motorischen Fähigkeiten dafür nicht. So könnte es zum Beispiel aussehen im Rettungsdienst, wenn man unter beengten Verhältnissen einen Patienten im Auto versorgen muss. Was kann man sonst noch tun? Da gibt es eine ganze Menge. Man kann zum Beispiel einfach einen Störenfried in den Raum stellen, einen im Team vorher sagen, er soll einfach prinzipiell alles falsch machen,
sodass das Team darauf trainiert wird, wirklich seinen Blick nicht zu sehr engstirnig nur auf den Patienten zu richten, sondern dem Team auch Aufmerksamkeit zu schenken. All das sind Faktoren, die wir beim Training beachten können, und das sind Faktoren, die alle vollkommen umsonst sind. Und ich glaube persönlich, auch wenn ich den Verkäufern von Simulationspuppen natürlich keinen Nachteil bringen möchte, reicht meistens eine Puppe mit einem ganz normalen Intubationskopf vollkommen aus. Dazu kann man mittlerweile genug digitale Programme dazu machen, um alles zu simulieren. Und dann kommt ihr schon ganz schön weit. Und dann ist es eigentlich viel wichtiger, dass ihr häufig trainiert, dass ihr häufig simuliert und dass das Ganze auch im Team vollkommen etabliert ist und vollkommen verstanden ist. Einen letzten Spruch oder eins möchte ich noch sagen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Mensch, und ich möchte nicht, dass beim Simulationstraining, bei Schulungen Videoaufnahmen von mir gemacht werden. Ich glaube, dass die enorm wichtig sind, um das Ganze effizient nachzubereiten. Es tut auch gut, wenn man sich selbst einmal sieht, wie man in so einer Situation arbeitet. Das ist oft ziemlich erschütternd, weil man doch ganz anders agiert, als man eigentlich dachte. Und die Sorge, die man eigentlich hat, dass die Fehler von einem danach für alle sichtbar werden, die sind Quatsch. Denn ob die Kamera läuft oder nicht, eure Kollegen sehen meistens, wenn ihr Fehler macht. Das war's von mir. Dieses Mal zum Thema Simulation und Training. Ich freue mich aufs nächste Mal und vor allen Dingen auch wieder auf eure Tipps, Tricks und Anregungen. Bis dann.